Caro. Hallo Katrin, du musst mir unbedingt helfen. Muss ich? Okay. Wir fahren heute Abend schon zu Oma und Opa. Kannst du dich um Paul kümmern? Um Paul? Kommt der nicht mit? Nee, der ist doch viel zu groß und frisst den ganzen Tag. Paul frisst? Bisschen dicker ist er ja, aber... Klar, frisst. Hä? Zwar immer voll Hafer, Gras, Karotten. Von Paul ist nicht sicher. Wir sprechen nicht von deinem Bruder, oder? Ich meine Paul, mein Pferd. Der ist immer so schnell einsam. Dein Pferd? Klar. Darf ich auch reiten? Naja, also es probieren? Klar. Also abgemacht? Abgemacht. Tschüss. Paul! Ich heiße Katrin und ich liebe Tiere. Ob im Dschungel, unter Wasser oder direkt vor der Haustür. Mit meiner Kamera schieße ich coole Tierfotos. Und manchmal kann ich sogar die Sprache der Tiere verstehen. Willkommen in meiner Welt. Mama, ich darf mich um Karos Pferd kümmern. Er striegeln, füttern und sogar reiten. Toll, oder? Schatz, gibst du mir mal ganz kurz die Streusel von mir oben? Freust du dich denn gar nicht? Du weißt doch, als ich 9 Jahre alt war, da bin ich mit Opa auf dem Ponyhof gefahren. Ja, ich weiß. Da bin ich vom Pferd gefallen. Du bist vom Pferd gefallen. Habe ich mir den Knöchel verstaucht. Vielleicht ist deine Tochter ein bisschen geschickter. Vorschlag. Du backst jetzt den Zitronenkuchen weiter und ich erzähle dir in der Zeit was über Pferde. Das sind nämlich richtig spannende Tiere. Gut, du hast 10 Minuten Zeit. Ab jetzt. Dann ist der Kuchen fertig. Warum? Mögen die Menschen die Pferde eigentlich so? Nicht noch extra Streusel. So, lass es dir schmecken. Pferde und Menschen, die haben sich ganz doll lieb. Pferde gibt es schon sehr, sehr lange. Fast 50 Millionen Jahre. Der Vorfahr der Pferde ist das Urpferd. Davon findet man heute nur noch versteinerte Knochen. Das war auch nur so 20 bis 35 Zentimeter hoch, wie ein Hund. Vor 6000 Jahren begann der Mensch, wilde Pferde einzufangen. Sie wurden als Last- und Reittiere genutzt. Bekannt wurden Pferde durch die Indianer und Ritter. Das Wort Ritter hat sich aus Reiter entwickelt. Einem Pferd geht es nur gut, wenn sich der Mensch kümmert. So wurden Menschen und Pferde Freunde. Mama, wie sieht's aus? Darf ich jetzt auf den Reiterhof? Na gut, ist ja auch irgendwie ein Freundschaftsdienst. Aber du weißt ja, du musst ganz vorsichtig sein. Ja, du warst mal mit Opa auf dem Ponyhof. Ja, und ich hab mir den Knöchel... Naja, gut, du kennst ja die Geschichte. Weißt du was? Ich fahr dich morgen dahin. Da kann ich gleich mal Tante Susanne besuchen, die habe ich mich schon ewig nicht mehr gesehen. Oh, echt? Ja, echt. Oh, cool, danke, Mama. Hab dich lieb. Na, und ich dich jetzt. Ist es noch weit? Nein, wir sind gleich da. Und du denkst dran, was du mir versprochen hast, ne? Ja, ich weiß. Nicht einfach aufs Pferd steigen. Ich soll mich aber sowieso noch mal bei Herrn Wieben melden. Der ist bestimmt der Reitlehrer. Weißt du eigentlich, wie viele unterschiedliche Pferderassen es gibt? Schimmel und nee, eigentlich nicht. Fellfarbe macht den Unterschied. Ein Fuchs hat rotbraunes Fell. Ein Schimmel wird im Laufe seines Lebens weiß. Der Braune hat braunes oder rotbraunes Fell.
Schwarze Pferde heißen Rappen. Dann gibt es die kleinen Pferde, die Ponys. Der Unterschied ist ganz einfach. Bis 148 cm Höhe ist es ein Pony oder Kleinpferd. Alles andere sind Großpferde. Pferde sind übrigens ganz schön durstig und hungrig. Sie trinken fast 45 Liter und verdrücken bis zu 4 Kilo Gras. Jeden Tag. Pferde können total schnell rennen. Im Galopp schaffen sie bis zu 70 Kilometer pro Stunde. So schnell fahren wir jetzt gerade mit dem Auto. Na, dann mal viel Spaß. Und pass bitte ganz gut auf dich auf, ja? Ja, ja, ist ja gut. Bis nachher. Tschüss. Tschüss. Hallo Pferd. Hallo Pferd, ich bin ein Isländer. Oh, das sind alles Isländerpferde. Die haben ein ganz weiches Fell und sind auch immer ganz nett zu Menschen. Da ist auch Paul. Sieht ja viel schöner aus als auf dem Foto. Hey. Hallo, du musst Katrin sein. Genau. Und das ist Paul. Ich weiß, das ist ein Isländerpferd, oder? Oh, du kennst dich ja aus. Ja. Du, bevor wir anfangen zu reiten, müssen wir aber erst das Pferd striegeln. Hilfst du mir? Ja, klar, gerne. Gut, dann machen wir mal. Ja. Wir nähern uns den Pferden immer ganz langsam und immer vom Kopf her. Wir gehen nie hinten rum und sehr eng, weil ein Pferd ist eigentlich ganz lieb. Aber es kann sich auch mal erschrecken. Wir fangen mit dem Striegel an, den nimmst du in die rechte Hand, fängst an der Schulter an und machst kreisende Bewegung. So? Ja, genau, cool. Das macht man deswegen, wenn man gegen das Fell bürstet, dann kann es dem Pferd wehtun. Wir bürsten uns auch nicht die Haare gegen den Strich, sondern immer mit dem Strich. Genau, und dann weitergehen. So? Jawohl, große Bewegung. Holla. Genau das kann jederzeit passieren. Ist okay. Ho. Hast du dich erschreckt? Ist das sowas wie eine Pferdemassage für dich? Also es ist auf der einen Seite eine Massage, es tut dem Pferd gut, du siehst ja, es macht das unheimlich gerne. Auf der anderen Seite, ein Pferd kann ja nicht in die Dusche gehen. Wir machen damit das Pferd auch sauber. Gleichzeitig, wenn Ungeziefer wäre, können wir es damit rausbürsten. Sag mal, bekomme ich so eine Mohrrübe aus deiner Tasche? Ja, so eine Mohrrübe. Ja, klar. Caro hat gesagt, wenn ich mich gut um Paul kümmere, dann darf ich auf ihn reiten. Ja, das war ja auch so abgesprochen. Jetzt haben wir schon gestriegelt, es ist schön sauber. Dann können wir jetzt auch reiten. Ja. Mit der Decke, ja, genau. So. Ganz schön schwer, ne? So, dann helfe ich dir mal, warte. So, Katrin, bevor wir losreiten, musst du natürlich auch noch den Reithelm aufziehen. Okay. Ist ja wie beim Fahrradfahren. Genau. Okay. Und dann schwingst du dich hoch. Jawohl. So. So, dann geht's los. Schön aufrecht. Genau. Schön? Mhm, sehr. Ist ja ganz schön hoch. Ist ja echt alles viel höher, als man sich vorstellt. Ja, das ist auch ein ganz anderer Sicht. Aber was wir eigentlich immer jetzt lernen müssten, ist der richtige Sitz. Schau mal, du hast jetzt rechts und links dein Bein. Mhm. Wir stellen uns in den Bügel ein wenig rein, ein bisschen zurück. Genau, der Rücken und die Hacken vom Fuß bilden eine Linie. Und auch der Kopf. Und wenn du so sitzt, dann bist du im Gleichgewicht. Wenn du jetzt einknicken würdest oder nach vorne fällst, sagst du dem Pferd was ganz anderes. Und dann kann es halt sein, dass es nach links geht. Und du willst aber eigentlich nach rechts. Und deswegen setzt man sich so aufs Pferd. Okay. Ja, wollen wir weitergehen? Mhm. Gut. Ich habe noch eine Frage. Könnten Sie vielleicht von mir jetzt ein Foto machen? Weil ich habe Caro versprochen, ihr das dann zu schicken. Ja, gerne. Also auf den Knopf dann einfach drücken. Alles klar, mache ich. So. Noch eins. Wow, super Fotos. Oh Gott, ist schon so spät. Meine Mutter holt mich gleich ab. Ich glaube, wir müssen jetzt zurückreiten.
Auch wenn ich den ganzen Tag hier reiten könnte. Ja, dann müssen wir uns beeilen. Dann geht's zurück. Du, aber du brauchst, ja, kannst ja noch mal wiederkommen. Ja, klar, gerne. Na gut, dann geht's zurück. Du, das hat so Spaß gemacht. Paul ist so ein tolles Pferd. Du stinkst nach Pferd. Riecht doch gut. Paul ist so toll. Ich habe ihn gestriegelt, geritten. Und mein Knöchel ist auch noch heil. Ich will auch. Ja, du willst jetzt auch ein eigenes Pferd. Das habe ich mir schon gedacht. Naja, dann müsste ich wahrscheinlich jede Woche hin. Ja, natürlich. Und es regelmäßig reiten. Sicher? Und dazu habe ich leider gar keine Zeit. Theater, AG, Chor, Schule. Aber bestimmt hat Caro nichts dagegen, wenn du Paul jetzt mal öfter besuchst. Ich frag sie einfach. Aber schön war's trotzdem. Pferde sind echt spannende Tiere. Ihre Vorfahren waren nur 20 cm hohe Waldbewohner. Ich muss gleich mal Caro anrufen. Ich freue mich bestimmt, von Paul zu hören. Oder noch besser, ich schicke ihr einfach ein Handyfoto.